So. Ja, ich bin leicht genervt, aber ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Ansonsten wird der Kopfhörer in die Mülltonne wandern. Mitsamt dem Streamabend heute. Echt, das ist unglaublich. So, wo bin ich stehen geblieben? Richtig, wir haben Domingo da besiegt. Spielton geht jetzt nicht. Spielton geht nicht, richtig. Es ist unglaublich, weil das Spiel da gar nicht aufgeführt ist. Okay, nochmal Stream stoppen oder besser gesagt das Spiel. Ich beende das Spiel jetzt nochmal und starte das Spiel nochmal neu. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich. Da kann man echt nur, man kann Microsoft Windows kann man nur gratulieren. Super, technisch absolut spitze. Ihr seid Profis auf dem Gebiet, echt. Genauso wie ich. Unbedingt alles sehr nutzerfreundlich gestaltet. Absolut. Da gibt es gar nichts. Ja. Hoffen wir jetzt das Beste, dass es jetzt geht. Sonst muss ich nochmal rumdüfteln. Geht das eine, geht das andere nicht. Das ist so geil. Es ist so geil. Ah. Man wird da echt müde. Ich glaube es. Ich höre irgendwas. Ich glaube, es geht. Frag den Teufel oder frag die Titanen, warum man sowas produziert und herstellt. Warum sowas nicht benutzerfreundlicher geht. Fragt die Techniker. Ja, müsste eigentlich beides gestartet sein. Ja. Hoffentlich hat die vorige Aufnahme keinen Schaden davon getragen. Weil sonst gehe ich halt weinen ein Stück. Also, nochmal von vorn. Wir haben Domingo besiegt. Kurz, knapp, hat so einigermaßen hingehauen. Jo. Inzwischen sollte ich auch mal kurz schlafen gehen. Noch einmal ganz schnell, bevor wir quatschen, weil wir sind ziemlich ramponiert. Ja, bis zum nächsten Morgen, Pen. Hoffentlich fängt es nicht wieder an zu rauschen. Das danke, jo. Domingo hat ganz schön Respekt vor dir bekommen. Jo. Du bist echt gut. Hier Ja. ist dein Gewinn. Du machst mich noch arm, weißt du das? Ja, ich freue mich drauf, dass ich dich anmachen darf, weil ich werde dadurch reich. Sieht nicht so aus, als wenn noch jemand gegen mich in der Arena antreten möchte. Sieht nicht so aus, als wenn noch jemand gegen mich in der Arena antreten will. Respekt. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Fehlt nur noch Broga. Das ist was anderes. Broga würde sich nicht aus Jux und Dollerei mit dir schlagen. Seine Stellung hier im Lager verdankt er seiner Schlagkraft. Wenn ihn jemand besiegen würde, wäre seine Vormachtstellung hier gefährdet. Also sei lieber vorsichtig. Das ist kein Spaß, hörst du? Danke. Ich weiß, was ich tue. Das hoffe ich für dich. Viel Glück. Jo, danke. Wir können immer noch Ich spielen. will spielen. Echt? Ich probier's. Ich werde Broga in der Arena besiegen. Ich werde Broga in der Arena besiegen. Das will ich sehen. Ich auch. Er wird Hackfleisch aus dir machen. Das Du will ich musst auch. ihn erstmal dazu bringen, mit dir in die Arena zu gehen. Das wird schwierig genug. Das lass mal meine Sorge sein. Jo. Der Kampf wird mir eher Sorgen machen. Hallo Was Hopkins. gibt's? Ich habe auch noch Ja. anderes zu tun. Ja, Entschuldigung, ich dachte mir nur, dass du mir vielleicht doch irgendwie vorher eine Rüstung geben könntest, aber nein. Wahrscheinlich doch. Ist ja wurscht. Bursche, kämpf mit mir in der Arena. Kämpf mit mir in der Arena. Vergiss es, Kleiner. Du bist die Mühe nicht wert. Werden wir gleich sehen. Du bist der letzte Kämpfer, den ich noch nicht besiegt habe. Steig mit mir in die Arena. Du bist der letzte Kämpfer, den ich noch nicht besiegt habe. Steig mit mir in die Arena. Ist das so? Du hast es weit gebracht, Kleiner.
Die Jungs hier respektieren dich. Dann zeig jetzt mal, was du wirklich drauf hast. Beweg deinen Arsch! Ich bin des Todes. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin des Todes. Vielleicht habe ich auch Riesenglück. Ich muss mal kurz ins Inventar klupschen. Eine bessere Waffe gibt's halt nicht, ne? Besseres Schildchen, das allerdings schon. Das allerdings schon. Jo, und da wird wieder gespeichert. Und Waffe zücken. Jetzt gibt's was mit der groben Kelle. Jo. Ja. Das befürchte ich auch. Ja. Wow. Wow. Nicht zu viel riskieren. Ja. Komm her, du fieser Fettsack. Jawohl. Ja, ja, das war klar. Das war der jetzt ein Sparkling, weil ich war wieder zu riskant unterwegs. Ja, zwei Schläge. Ja, wieso bleibst du denn da so offen, du Depp? Jawohl. Oh, 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 oh. Okay. Boah, scheiße. Komm her, du Fettsack. Ja? Scheiße. Ich muss aufpassen. Jawohl. Na, zweimal. Den Schlag habe ich jetzt natürlich wieder mal versemmelt. Puh. Konzentrier dich, Mädel. Das ist knapp. Ja, natürlich ein zweites Mal. Entschuldigung, nochmal laden. Aber es ist machbar. Es ist auf alle Fälle machbar. Wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das hin. Ich muss nur noch mehr aufpassen. Ah, ich bin einfach zu unvorsichtig. Mehr jetzt gibt's was mit der groben Kelle. Ja, ja. Jawohl. Ja, das lief gut. Wow, das lief schlecht. Das lief schlecht, so. Lief schlecht. Das lief schlecht, jawohl. 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 Puh, zurück. Du bist doch so lahm. Zurück, zurück. Jawohl. Jawohl. Die Hälfte. Scheiße. Das ist ein Doppelangriff. Jawohl. Ja, gut gemacht. Komm her, du Arschkopf. Ja, ja, zurück, zurück, zurück. Ja, gut gemacht. Oh. Zurück, zurück, zurück. Boah, ich glaube, das war jetzt knapp. Puh, zurück, zurück, zurück. Alter. Ja, ja, sicher. Ist logisch, ne? Haut er mir noch einen zweiten rein, diese Drecksau. Jawohl. Und einen dritten. Ich glaube, ich spinne. Du mieser, fieser Fettsack. Echt. Haut er mir noch einen dritten rein. Scheiße. Der ist halt mit noch mehr Glück verbunden. Der ist halt mit noch mehr Glück verbunden. Es ist halt, es ist ein bisschen zum Heulen gerade. Jetzt gibt's was mit der groben Kelle. Ja, ich weiß, du Arschkopf. Boah, zurück. Das war knapp. Ja. Du Sau. Ja. Wow, Alter, das war jetzt knapp. Ich dachte, wenn ich es schaffe, an ihm vorbeizukommen, ne? Dass ich ihn dann gut treffen kann. Jawohl, zweimal. Jawohl, wieder zweimal. Sauber. Gut. Jawohl. Achtung. Könnten mehr sein? Nein?
Ah. Jetzt hat er mehr. Oh. Ja, hör auf! Du Arschkopf! Ja. Jetzt trau ich mich wieder nicht. Ja. Ja. Zwei billige Treffer, echt. Von mir halt, also ich kassiert. Ey, das ist so gemein. Du blöder Depp. Den bringe ich. Ich bringe ihn nicht um, aber ich will ihn besiegen. Unbedingt noch. Wenn es den ganzen Abend heute dauert, ist mir wurscht. Echt. Blöder Hund. Echt. Blöder Hund. Mann, ey. Das ist so unfair, jetzt dass wir auch. Was mit der groben Kelle? Ja. Überhaupt keinen Schutz und nix eigentlich haben, ne? Bis auf eben unseren Schild. Komm her, du Volldepp. Wow. Ja. Jawohl. Und natürlich Rundumschlag. Wie willst du das kommen sehen? Jö. Ja toll, wo gehst du jetzt hin? Hallo, er ist aus dem Ring. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ja, komm her. Du Ludel. Hä? Boah, ich darf nicht raus. Ja. Ja. Muss ich echt so aufpassen. Wenn ich denn da rausgehe, unabsichtlich, wow, dann bin ich das, dann habe ich verloren. Doch nichts. Ich darf echt. Ich riskiere zu viel. Das ist halt immer. Ich denke halt, es geht sich noch aus. Ein Scheißdreck geht sie aus. Ach komm schon. Der ist eh so schwer, wie gemein. Jetzt gibt's was mit der groben Kette. Ja! Langsam. Ja, zweimal. Ja! Ja, nochmal zweimal. Hey, das ist jetzt aber echt nicht nett. Ja! 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 Ey! Alter! Arschloch! Oh. Dreckig's! Ja, und wieder zweimal. Wie geht das? Wie geht das? Echt, jetzt habe ich dann bald die Nase voll. Jetzt gibt's was mit der groben Kette. Wo willst du hinschlagen, du Depp? Oh. Ja, ja, sicher. Ist logisch. Natürlich treffen wir nicht. Ja. Würdest du dein Schild benutzen, Trottel? Ja. Ich werde es halt auch so effektiv. Ja. Zweimal. Ist logisch. Ja. Zweimal. Und wieder laden. Das hat gar keinen Sinn so. Das ist halt echt nicht nett. Mann, jetzt hat es ein paar Mal so gut ausgeschaut und ich versemmel's wegen Ungeduld. Ja, das ist wieder typisch ich. Jetzt gibt's was mit der groben Kette. Der Kampf ist echt anstrengend. Ja, natürlich wieder zweimal. Logisch. Wer mitkriegt, wenn ich einen Trank nehme? Ja. Ja, und wieder zweimal.
Ist wurscht. Ja! Ja! Ja, ich scher mich schon bald nicht mehr. Ey, jetzt komm. Das kann ja echt nicht so schwer sein. Alter, schon ganz nass hier. Ich schwitze. Anstrengend es ist. So macht das keinen Spaß. Da sehen die Leute ja, welch schlechtes jetzt Skill ich habe. Was mit der groben... Jetzt gibt's was mit der groben Kelle. Ja. Mit der groben Kelle. Da, da, da. Ja, ja, sicher. Ist gut so. Alter! Vielleicht sollte ich mal was in Kampfkunst investieren. Ja! Und ich bin für drei Viertel hin. Na, okay, das war drin. Ein Drittel fehlt halt. Ja. Oh. Zurück. Du bist echt wieder, Kerl. Ja. Ja, ja. Ja, und sicher, wenn ich einmal zurückschlagen will, weißt? Ja, ach, leck mich doch. Das gibt's ja nicht. Hä? Ist das richtig so? Ich hoffe. Spielstand schaut gerade komisch aus. Ja, passt schon. Geh, es ist echt zum Mäusemelken. Tut mir leid, dass das so jetzt lange dauert. Was mit der groben Kelle? Ja! Hey! Mit einem Speer würdest du da was ausrichten können. Ja! Na, das ist wieder zu Ende. Mann, ey, ich hatte das gar nicht. Da war das der Kerl, den ich mit so viel Glück besiegt hatte. Ja, ja. Ich habe da, glaube ich, eine Stunde gebraucht gehabt, fast. Jetzt gibt's was mit der groben Kelle. Losgelassen. Jawohl.
Oh. Hey, hallo, ja. Hallo. Viermal schon. Ja, na klar. Du hast Alter, doch nichts dagegen, die Hände, wenn ich mir dein Gold nehme. Ach komm, das kann doch nicht wahr sein, ey. So eine Scheiße. Es lief das so gut, da trifft er mich so dumm zweimal wieder. Mann, ey, das ist langweilig schon langsam. Echt, für mich nicht, aber für euch... Jetzt Scheiße. Gibt's was mit der groben Kelle. Na, halt die Schnauze. Blödes Kackkind. 3-mal. 4-mal. Ja, sicher, wenn ich einmal angreife, ja. Läuft schon wieder Scheiße. Ja. Hey. Ja. Jetzt komm. Mann, ey. Alter, das ist jetzt wirklich geil böse. Ja, sicher. Hallo, ich will was trinken. Ja, ist logisch. Es juckt mir die Nase, weil ich mich schon ärgern muss so viel. Arschloch. Ja, ist eigentlich eh schon wieder vorbei. Brauche ich gar nicht weiterspielen. Ein Fehler, wenn ich mache, ist es schon wieder aus. Ja, ich mache halt nur Fehler. Das ist echt gemein, sowas echt. Jetzt verbrauche ich heute den ganzen Abend hierfür, ne? Zuerst technische Problemchen, ne? Und dann haut das mit Kämpfen nicht hin, so wie ich das gerne möchte. Jo. Ja. Natürlich, zweimal. Ja, hallo, ich hatte doch gedrückt. Oh, 3-mal, 4-mal, 5-mal, 5-mal schon mittlerweile. Jetzt machen wir schon 5 Kombos, weil man es kann. Natürlich. Echt. 5 Kombos. Er spielt jedes Mal anders. Also er macht jedes Mal was anders. Wie echt. Den Trottel kannst echt nur mit Glück besiegen. Jetzt gibt's was mit der groben Kelle. Ach, halt die Schnauze. Scheiße, zu früh aufgemacht. 4, 5. Jetzt aber. 1. Komm schon. 1. Jawohl. 1, 2. 1. Ja. Aha, jetzt macht das so. Scheiße. Falsch gemacht. Na komm, 1. Ja. 1. 1. 2. 1. Ja. 1. 2. 1.
zwei. Eins. Eins. Zwei. Just. Eins. 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 Oh. Zwei. Drei. Alter Schwede. Na los. Eins, zwei. Ich bin dran. Zwei. Ich bin dran. Ja. Ja. Ich bin dran. Ich bin dran. Komm, du Sau. Eins. Ja. 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 Alter, ich loot mal alles. Ist mir wurscht. Was hat er da? Das Bruchstück, dann die Liste, das gebratene Fleisch, schwacher, magische Heilungsgeschichte. Du hey. Drecksau hast mich besiegt. Ja. Mach nicht so einen Wind. Ich bin eben der bessere Kämpfer. Das wird dir noch leid tun. Wart's nur ab. Ach, Hupfingatsch. Ich hab dir mal das goldene Bruchteil abgenommen. Ich hab dir mal das goldene Bruchstück abgenommen. Bruchteil, ich genommen. Hoffe, du hast nichts dagegen. Bruchstück. Ich hab gewusst, dass du das Ding haben willst. Aber ja. Dass du so weit gehen würdest. Respekt. Das werde ich mir merken. Mach das. So, wer ist jetzt der Boss hier, Großmaul? So, wer ist jetzt der Boss hier, Großmaul? Gut, du hast mich in der Hand. Ich werde die Füße stillhalten, wenn du mich nicht verrätst. Aber das hat ein Nachspiel. Das hoffe ich. Na, verschwinde! Sam wird wieder jagen gehen, damit das klar ist. Sam wird wieder jagen gehen. Na, du Mistkerl, ich habe ja wohl keine andere Wahl. Na gut, ich werde ihn nicht daran hindern. Noch nicht. Hey, ich will das haben. Haha, ich war zuerst. Ich glaube, das ist hier dasselbe Schild. Hoffe ich mal. Yay, endlich. Nach 20 Jahren geschafft. Ich glaube, ich kann wieder schlafen gehen. Alter Schwede. Bist du gescheit? Das war jetzt echt ein übles Kämpfchen, aber wir haben es hinbekommen. Zu meiner großen Verwunderung trotz allem. Schön. Und mal schnell heier gehen. Ach Gott, bis zum nächsten Morgen. Ja, geschafft. Gott sei Dank. Gott sei Dank geschafft. Na Fisch. Also, Craig. Wow, du hast Broga tatsächlich besiegt. Das hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Kinderspiel. Ja, ja, hier ist dein Gewinn. Aber pass bloß auf, Junge. Das wird Broga nicht auf sich sitzen lassen. Nein. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Ja. Ich will spielen. Nochmal? Ich will spielen. Hast du noch was für mich? Hast du noch was für mich? Mir fällt gerade nichts ein. Außerdem hast du doch bestimmt noch Besseres zu tun, als zu spielen, oder? Vielleicht ein anderes Mal. Gut. Tschüss. Tschüss und ciao. Alter Schwede. Das wird Rachel freuen. Bin ich mir gerade ziemlich sicher. Und ein Bruchstück fehlt uns da noch. Hallo Rachel. Übrigens. Broga ist erledigt. Broga ist erledigt. Na endlich. Ich konnte diese miese Geschichte schon fast nicht mehr ertragen. Das hast du sehr gut gemacht. Das will ich meinen. Hier ist deine Belohnung. Noch eine Bitte. Ja? Wäre besser für uns beide, wenn mein Mann von dieser Affäre nichts erfährt. Okay. Kann ich mir vorstellen. So, wenn du jetzt nichts Wichtiges mehr hast, werde ich mich wieder meinen Aufgaben widmen. Ja, mach das. Wie sieht's mit einem Platz zum Schlafen aus? Wie sieht's mit einem Platz zum Schlafen aus? Nimm doch Brogas Hütte. Ich glaube nicht, dass sie dir jetzt noch von jemandem hier im Lager streitig gemacht wird. Danke. Eine Bretterbude im Sumpf, das nenne ich doch mal ein Zuhause. Ja, schön morsch und voller Schimmel. Die Götter Perfekt. Haben uns verlassen. Wir haben dich verlassen. So, nichtsdestotrotz fehlt mir noch ein Bruchstück. Verflixt und zugenäht. Wer hat denn Wolltest du was? Du hast doch bestimmt noch was vor. Am Ende Wer hat denn sowas ausbaden. Noch? Wo könnte ich das herbekommen? Ich habe auf jeden Fall Bis 11 mal. Dann schaue ich. Schauen wir noch. Was? Wo geht's? Echt, wa?
Ja, ich habe noch gar nicht erzählt, was ich eigentlich zum Geburtstag bekommen habe, ne? Und zwar, meine liebe Familie, liebe Grüße an der Stelle, Hallöchen, die Guten haben mir 3 wunderschöne, liebevolle Farbmausdamen geschenkt. Und die randaliert gerade Vollgas im Käfig ab. Ich habe mir auch erlaubt, hier und da ein bisschen was zu kaufen, ein Holzhütchen. Und dann gab es da so eine Art Empfehlung, würde ich mal meinen. Es war ein Testkauf eigentlich mehr. Und zwar gibt es da so ein Täschchen mit 3 Löchern, also 2 auf der Seite und ein großes Loch oben, dass man mit 4 Fäden, also stabilen Fäden, am Gitter oben anmachen kann. Das ist dann so eine Art Schaukel, wenn man so möchte. Und ich schwöre, die Mäuse lieben es. Die lieben es vom ersten Tag an. Die haben keine 5 Minuten gebraucht, haben sie schon damit herumgespielt. Und da ihnen anscheinend das Wackeln auf die Nerven gegangen ist, haben sie jetzt die Sägespäne, die man reingibt, haben sie die unterhalb so hoch gebuddelt, dass das Ganze jetzt massiv stehen bleibt. Und jetzt ist wieder Nacht, ne? Und wie man weiß, Mäuschen sind nachtaktiv und die gehen gerade Vollgas wieder ab. Also von Sportaktivitäten wie Mausradfahren bis hin zum gesamten Gehege abrennen, also die sind wieder voll dabei. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein Hochgenuss, die Kerlchen zuzuschauen. Aber wir sind ja hier jetzt bei Rissen und nicht bei Farbmäusen. Also, lieber Broga, her mit deiner Keischen. Deine Hütte gehört jetzt mir. Treib's nicht zu weit. Du wirst es bereuen. Ja, ja. Und jetzt verschwinde. Na, wir rechnen noch ab. Verlass dich drauf. Macht nichts. Bis dahin habe ich hoffentlich eine Rüstung und dann passt das schon. Hurra, meine eigene Keischen. Wie schön. Was haben wir denn da drinnen in der Truhe? Das sind sicher Brogas Überreste. Die Goldmünze, Pfeil, Heiltrank, Lichtzauber und ein Kerzenleuchter. Händler geben gutes Gold dafür. Das ist fesch. Wir nehmen alles. Weil das gehört jetzt uns. Das gehört ja uns. Wir berauben uns nur selbst. Und da ist noch tolles Bier. Perfekt. Und eine Wasserpfeife. Echt wahr? Cool. Für schwere Stunden. Wenn uns wieder mal die Schulter schmerzt, dann gehen wir zur Wasserpfeife und gönnen uns da mal einen ordentlichen Zug. Gut. Das war jetzt echt harte Arbeit. Aber vielleicht ist er jetzt... Vielleicht können wir jetzt mit dem Hopkins da sprechen. Ich kann dir nicht helfen. Nein, nicht. Weil Arbeiter und so... Stimmt. Stimmt, den nächsten, den wir verdreschen müssen, ist ja hier der Kerl. Ich tue das nochmal speichern, weil alles so super lief, trotz allem. Danke übrigens auch für eure Geduld. Der Phil raucht und der Dwight... Dwight, es reicht. Du gehst jetzt wieder hageln, sonst hau ich dir aufs Maul. Es reicht. Du gehst jetzt gefälligst wieder an die Arbeit. Warum sollte ich das tun? Weil ich dir sonst die Fresse poliere. Oh, tja, wenn du mich so nett bittest, ich gehe ja schon. Danke. Ciao. Na, perfekt. Gut, das werden wir gleich Hawkins erzählen. Hawkins. Oh. Da ist Broga. Schön. Hallo. Kannst dich wieder entspannen? Ich habe mich um die Arbeiter gekümmert. Okay, zuerst das. Dwight arbeitet wieder. Sehr gut. Wurde ja auch Zeit. Hier, nimm. Die paar Münzen ist mir das wert. Deine Dankbarkeit ist grenzenlos. Kannst dich wieder entspannen? Deine Hagler hackeln wieder. Kannst dich wieder entspannen? Ich habe mich um die Arbeiter gekümmert. Das ist gut. Dann bleiben mir jetzt wenigstens die Schläge des Donners spart. Wupp, 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 wupp. Stufe aufgestiegen. Supi. Gib mir die Arbeiterkleidung für 500. Ich glaube, die Kohle haben wir. Gib mir Arbeiterkleidung. In Ordnung. Hier hast du sie. Ach. Ich hätte es umgekehrt machen können eigentlich. Danke. Ist wurscht. Wir haben ihn mit nichts als wie Fetzen am Leib besiegt. Den Broga, das wird ihn noch mehr schmerzen. Und jetzt schauen wir endlich wieder fesch aus. Großartig.
So, nichtsdestotrotz, mir fehlt jetzt noch ein goldenes Bruchteil, also Bruchstück für das Schwertelein. Das gefällt mir gar nicht. Nanüchen, da, nein, nicht da, da. Wo, wer, goldene Bruchstücke. Für Oscar, fehlende Bruchstücke, Oscar, goldene Bruchstücke, bla bla. Ich werde Bruchstücke und Goldschwertes finden. Oscar, bla bla. Wir waren bei Broga. Ja, wir waren bei Louis. Den vom Dorgan haben wir, ja. Danny, den haben wir auch. Craig. Haben wir es gekauft? Vier. Verdammt, wo ist das fünfte? Das kann dann nur mehr bei einer Ausgrabungsstätte sein, hoffe ich. Ich hoffe es wirklich. Weil da so irgendwo was buddeln. Na, da war nichts, glaube ich. Ah, ja. Dann können wir noch da hinten kurz. Da so. Vielleicht. Hallo? Die Lieferung deiner Artefaktkisten kannst du von deiner tollen Liste streichen. Die Lieferung deiner Artefaktkisten kannst du von deiner tollen Liste streichen. Ich sehe schon, du hast dir alles im Griff, was? Sei aber bloß nicht so vorlaut. Ich behalte dich im Auge, Freundchen. Wenn du das sagst. Hier, nimm einen Vorschuss an deinem Anteil. Versauf aber nicht gleich alles. Nö, wieso? Du hast doch bestimmt noch was vor. Ja. Ich will so ein goldenes Artefakt-Dings noch finden. Bin mir aber gerade unschlüssig, wo das ist. Mist, verdammter. Da gibt's sicher noch irgendwo irgendwas zum Ausbuddeln und ich, Depp, hab's wieder mal übersehen. Ja. Das heißt, ich gehe mal eine Runde. Und schau mir das mal an. Faktlein, weil da drin, das haben wir geholt. Das war ja von diesem Typi, der da gestorben ist. Ich wüsste es echt nicht. Es kann nur irgendwas Vergrabenes sein, nehme ich mal an. Die eine Kiste war, glaube ich, gar nichts, ne? Scheiße. Scheißendreck. Die eine Kiste war ja gar nichts, stimmt ja. Die eine Kiste war für nichts, tralalalala. Die eine Kiste war für nichts, tralalalala. Scheiße. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Voll vergessen. Musste ich noch irgendwas erfüllen, dass ich es noch das... Oder wie... Musste ich noch irgendwas machen? Mal zum Graben und so. Schaut zwar alles verdächtig aus, aber da ist in Wirklichkeit nichts zum Graben. Ich vergesse es bestimmt wieder. Oder, naja, bestimmt. Ich habe es ja vergessen. Offensichtlich. Wo ich das fünfte her hatte. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist es ja noch irgendwo zum Ausgraben. Aber nicht mal mehr an die Grabstelle kann ich mich erinnern. War da oben eine? Ich weiß es echt nicht mehr. Peinlich. Es ist gerade peinlich. Wie immer peinlich. La 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 la. Ruck. Na, aber da hinten, da war ja auch
Oh, Braten. Ja, gut. Die zwei Braten nochmal. Sieht richtig lecker aus. Der Schmied selber? Boruk. Hatte der was? Warte mal, ich speichere das Ganze mal. So. Weil da oben war ich ja auch noch nicht. War hier dann etwas? Klar, ich kann es mir fast nicht vorstellen. Hallo, du Stachelrauns. Viele, viele Stachelratten. Viele, viele Stachelratten. Viele, viele, viele. Viele, viele, viele. Au! Au! Au, au, jetzt reicht's aber. Mistviech, dreckigs. Ja, zweimal, dreimal gleich. Ja, jetzt stell, jetzt komm. Eins. Eins. Einmal. Dreimal. Du bist das Sauviech. Jawohl, das erste schon mal hin. Okay. Eins, zwei. Jawohl. Und? Komm. Na komm. Dann halt mach ich halt. Ja, ja, sicher. Bam. Jawohl. Scheiße. Dachte ich, das wäre hin. Jetzt ist es hin. Eins. Jawohl. Muhaha. Super gemacht. Spitze. Und was haben wir da? Ein Pilz. Aber ich glaube... Oh, da unten, da dürfen wir nicht lang, da ist so ein... Ach, waren das jetzt... Ich glaube, Ogre waren das, ne? Die sind echt fies. Da drüben sind Wildschweine. Ich glaube, da gehe ich wieder. Darum bin ich fix falsch. Aber sowas von fix. So, verflixt und zugenäht. Wer hatte das denn noch? Gleich und schnell. Ach, es ist so ärgerlich. Wieso vergesse ich denn sowas? Ich rede jedenfalls mal mit dem Schmied. Vielleicht bin ich eh schon längst fertig und ich Depp weiß es nicht. Ich hörte, Craig hat eines dieser goldenen Bruchstücke. Ich hörte, Craig hat eines dieser goldenen Bruchstücke? Das behauptet er jedenfalls. Der alte Halsabschneider will aber einen Haufen Gold dafür. Ist ja reizend. Und wann hattest du vor, mir davon zu erzählen? Ich hatte es wohl vergessen. Du hast ihm doch nicht etwa das Gold gegeben, das er haben wollte, oder? Reden wir nicht drüber. Na schön. Wie du meinst. Ja. Ich möchte Eisenerz und so. Okay, Ware. Nein, da ist tatsächlich noch irgendwo eins im Umlauf. Verdammt. Ja, das haben wir schon mit ihm. Ich will es nicht hören. Will nicht mehr reden mit uns. Der ist schon zu angefressen. Ich habe auch noch anderes zu tun. Verdammt! Wo ist denn das? Was willst du denn noch, du Dreckskerl? Verschwinde! Ja? Nein? Du vielleicht? Ich will ein besserer Dieb werden. Das ist ja auch so eine Sache, ne? Schlösser knacken. Das werden wir auf jeden Fall... Weißt du was, das lernen wir jetzt einfach mal. Zeig mir, wie man Schlösser knackt. Viele Schlösser haben einen Sperrbolzen, den du erst runterdrücken musst, um das Schloss zu öffnen. Anschließend kannst du mit dem Dietrich in alle Richtungen drücken, bis das Schloss offen ist. Aber sei vorsichtig. Wenn du in die falsche Richtung drückst, kann es passieren, dass dein Dietrich abbricht. Okay. Schlösser öffnen Teil 2. Sowas gibt's auch. 5 Lernpunkte, 52. Boah. Da wäre mir noch vorher schleichen lieb. Bring mir bei, wie man richtig schleicht. Wenn du wirklich leise sein willst, musst du die Zehenspitzen zuerst aufsetzen. Achte darauf, dass du auf keine kleinen Äste oder so trittst. Sie würden dich verraten. Du musst langsam sein. Du darfst nichts überhasten. Okay. Und wenn es sich noch ausgeht, würde ich Taschendiebstahl auch gleich mitmachen? Ich will ein Taschendieb werden. Eine Person, die auf ihre Goldbörse achtet, kann man nicht beklauen. Das ist unmöglich. Ich bin hier, damit du mir zeigst, wie ich klaue. Nicht, damit du mir erklärst, dass es nicht geht. Warte es ab. Um jemandem also was zu stehlen, muss derjenige abgelenkt sein.
Sprich ihn einfach an. Stell ihm am besten eine Frage, damit er nachdenken muss und abgelenkt ist. Dann zieh ihm einfach die Beute aus seiner Tasche. Okay. 2 und 2. Das reicht mir schon mal fürs Erste. Man will es nicht glauben, aber es reicht mir wirklich mal fürs Erste. Scheißendreck. Dass sowas gibt. Ich habe das tatsächlich vergessen. Ich bild mir aber auch ganz, ganz doll und ganz, ganz stark ein, dass da oben mal was war. Da hinten wohl eher nichts, ne? Na, da ist nichts. Dass sowas komplett... Ich weiß, da ist eigentlich... Da kann nichts sein. Nein. Da drüben war dann auch nichts. Das war dann wirklich nur das kleine Event da mit dem Typi, dem wir so stark auf die Nerven gegangen sind. Das ist gerade echt ärgerlich. Ein bisschen ärgerlich zumindest. Habe ich das voll vergessen? Ich auch komplett falsch. Da wird es sicher nirgendwo sein. Na. Na, das passt so nicht. Hallo. Das soll ich probieren? Das Problemchen ist nämlich, wenn man Leute ausraubt. Was denkst du über Don Esteban? Man kann über Don Esteban sagen, was man will. Aber im Stich gelassen hat er uns nie. Auf sein Wort konnte man sich immer verlassen. Hat das jetzt geholfen? Was hast du zu verkaufen? Hat das jetzt hingekaut? Ich hab keine Ahnung. Weinpfanne, Kraut. Genau, das kauft man ein, damit wir es nachher wieder verkaufen können. Naja, eigentlich für die Erfahrungspunkte, ne? Für die Erfahrungspunkte könnte man echt so verrückt sein. Dann würde sich echt ausgehen. 50 Erfahrungspunkte kriegt man dafür. Handel. Ganz ehrlich, ich bin so verrückt. Ja, ja, ich bin so verrückt. Die kaufe ich echt ein, weil wir haben noch 4 Stück. Das heißt, wir können wieder 10 abgeben und bekommen noch 50 Erfahrungspunkte, glaube ich, dazu. Ich glaube, das waren 50. Hallo. Robert. Alchemie, hast du einen Stängel für mich? Okay, da Kraut. Ich habe Kraut für dich. Gut gemacht. Hier ist dein Gold. Siehst du, 50 Erfahrungspunkte. Perfekt. Puh, das will ich jetzt aber doch speichern. Die Taschendiebstähle sind mir dann nämlich nie so ganz geheuer. Also, da, na, so, Taschendiebstahl. Das ist zu riskant. Aha, macht er automatisch. Gut, passt. Dann sind wir, haben wir das auch. Gescheißlich. Echt wahr, das ist ein bisschen scheißlich. Ich habe voll vergessen, wo wir das eine Stück her haben. Oder herkriegen würden. Hm. Auf jeden Fall würde ich nochmal, glaube ich, in den Sumpf zurück. Und mit den Leuten vielleicht nochmal quatschen. Also dort halt vielleicht. Hm, ich habe ja noch ein Bier über. Vielleicht kann ja Louis uns helfen. Meine Rettung, meine letzte Rettung. Das wäre ganz toll. Hier? Da. Da gab es nichts zu machen. Hi! Hinter dir ist so ein ekeliges Biest, boah. Da! Hinter dir ist so ein ekeliges Biest! Was ist das denn da? Hier sind überall eklige Viecher. Am besten, du trickst dir auch mal ein. Das ist alles nur halb so schlimm. Hallo. Infos. Ein und so. Bier für eine Information. Ja. Klar. Her damit. Eine Flasche umsonst. Ah, natürlich. Er hatte es. Also gut, hier hast du 2 Bier für das goldene Bruchstück. Also gut. Hier hast du 2 Bier für das goldene Bruchstück. Du bist in Ordnung, Kollege. Hier hast du das Ding. Ja, haben wir ihn schon. Haben wir ihn schon, den Übeltäter.
Vierti. Passt, wir haben alle fünf zusammen. Super. Alle fünf zusammen. Prima. Geht ja doch was weiter. Dann bringen wir das gleich zum Schmied. Der wird sich auch freuen. Hurra, hurra, geschafft. Perfekt. Hallo Oskar. Schau mal, was wir hier haben. Das ist zu riskant. Ja, das auch. Hier, damit sollte das Goldschwert komplett sein. Tatsächlich. Yeah. Brav, dass du sie zu mir bringst. Du bist zu gebrauchen, Jungchen. Ja? Na, dann will ich dir deine Arbeit mal entlohnen, was? Bitte. Komm später wieder, wenn ich das Schwert fertig habe. Dann kannst du dir das Meisterwerk ansehen. Aha, jetzt wird's finster. Hier, sieh mal. Ich hab das Goldschwert für den Don fertig. Sieh es dir an. Ist es nicht ein Meisterwerk? Cool. Ja, ja, ganz nett. Sehr schönes Schwert. Oh ja. Sehr schönes Schwert. Nicht wahr? Jetzt gib's aber schnell wieder her. Du machst mir die Klinge bloß wieder schattig. Keine Chance. Ich werde das Schwert behalten. Boah, wie gemein. Na, hier hast du's wieder. Hier hast du's wieder. Alles klar. Der Don wird mich loben für meine gute Arbeit. Jo. Wie sieht's aus? Bringst du mir jetzt das Schmieden bei? Wie sieht's aus? Bringst du mir jetzt das Schmieden bei? Na schön, wenn's unbedingt sein muss. Bitte. Was würde es mich kosten, wenn du mir das Goldschwert überlässt? Was würde es mich kosten, wenn du mir das Goldschwert überlässt? Das hättest du wohl gern, was? Du würdest es doch bloß dafür verwenden, Eindruck beim Don zu schinden. Freilich. Und wenn es so wäre? Ha, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ha, na gut, wenn das so ist. 200 Goldmünzen oder wir vergessen die Sache gleich wieder. Schön. Bring mir das Schmieden bei. Jo. Bring mir was über das Schmieden bei. Stärke, Schlösser öffnen kann da auch. Stärke plus, ja, auf sowas sollte ich eigentlich auch mal denken. Schmieden 1. Ja. Weißt was, das machen wir noch. Zeig mir, wie man schmiedet. Zunächst einmal werde ich dir zeigen, wie du Einhandschwerter schmiedest. Um ein Schwert zu schmieden, brauchst du einen Rohling. Zuerst machst du den Rohling an der Esse heiß. Wenn er glüht und der Stahl weich genug ist, kannst du ihn am Amboss zu einer Klinge zurechthauen. Dann kühlst du die Klinge ab, damit sie hart wird. Anschließend schleifst du sie am Schleifstein. Das ist alles? Du kannst auch einfache magische Schmuckstücke herstellen. Dafür brauchst du einen Goldschmiedetisch. Magische Stücke beziehen ihre Kraft aus dem Edelstein, den du einsetzt. Die Kunst besteht darin, den Edelstein in Gold einzufassen, um daraus einen Ring oder ein Amulett herzustellen. Okay. Man dankt. Jo, der Rest hilft uns eigentlich nicht wirklich weiter. Da Schnipstall können wir da mal auch vergessen und jetzt bin ich, glaube ich, pleite. Nein, nicht einmal noch. 131 haben wir noch. Boah. Schön. Boah, ey, da wäre mir echt schlecht. Wie viele Lernpunkte hätte ich denn noch? Falsche Taste. Herrschaftszeiten. Wir haben noch immer 35. Echt? Stimmt das? Wirklich? Das wäre ja echt fesch. Dann würde ich sagen, dann könnten wir doch direkt zwei oder mal überhaupt 6 insgesamt investieren. Dann könnten wir die Donnerkeule hier schon schwingen. Hiebwaffenschaden. Lol, die wird um 3 Dings mehr Schaden machen. Braucht so viel Stärke, die ist halt auch nicht so... Was? Die Holzfäller-Axt ist so viel besser? Dann scheiße ich da mal auf das Stärke lernen. Wir tun die gleich mal. Die ist ja echt gut dann. Eher ein Werkzeug als eine Waffe. Ja, momentan ist sie uns als Waffe aber sehr dienlich. Den Bogen können wir streng gesehen auch schon mal ausrüsten. Aber der macht mehr Schaden. Perfekt. Würde ich mal meinen, ist es so perfekt.
Jetzt ist aber unser Schild weg. Moment. So. Geht das nicht? Ist das eine Zweihandwaffe? Ist ja nur eine Axt. Axt und Schild geht nicht. Echt? Das wäre aber nicht so cool. Mit Schwert geht's. Aber eine Axt geht nicht. Aha. Toll, dann bleiben wir bei den Schwertern, würde ich mal meinen. Das ist ja fies. So, wir gehen pennen in unser eigenes Heim, das wir uns hart erkämpft haben. Wortwörtlich. Ah, ja, weil ich bin ja schon wieder voll angeschlagen. Ja, schon wieder Vollgas angeschlagen. So, perfekt. Läuft. Läuft, läuft. So. Was können wir denn als nächstes? Wir könnten nochmal versuchen, mit der Rachel zu sprechen. Vielleicht haben wir dann, also sind wir jetzt eingehaut, dass wir dann zum Don dürfen. Warst du schon mal in einer dieser Ruinen? Das ist zu riskant. Okay. Wegen deines Lagers. Wegen deines Lagers? Die Artefaktkisten werden wieder geliefert. Zuerst die Arbeiter. Ich habe mich um die Arbeiter gekümmert. Gut, eine Sorge weniger. Hier, nimm dies. Du wirst es brauchen. Danke. Und Artefaktkisten und so weiter. Die Artefaktkisten werden wieder geliefert. Sehr gut. Wird auch Zeit. Mein Mann wurde schon misstrauisch. So, passt. Ja, und jetzt? Mein Mann wurde schon misstrauisch. Ja, und jetzt? Haben jetzt irgendwelche Privilegien schon oder noch nicht? Das ist zu riskant. Jo. Keine Ahnung. Die Gute sagt irgendwie nichts mehr. Mit ihm sind wir ja auch fertig. Streng gesehen sind wir schon mit allem fertig hier, ne? Also. Das will ich haben. Der Goldrausch wäre noch. Es muss jemanden geben, der sich das Gold einstreicht und die Jungs aufwiegelt. Rachel will, dass ich den Anführer des Lagers spreche, um zu sehen, was sie für Probleme haben. Vielleicht kann ich ihr helfen, das Lager aufzuräumen, wenn ich herausfinde, was schief läuft. Eine Audienz beim Dom. Die Jäger sollen jagen gehen. Ach so, stimmt, der ist jetzt ja auch befreit. Arbeitet er noch immer für ihn? Tatsächlich. Warte, den können wir jetzt gleich befreien. Hallo Sam. Broga ist erledigt. Die Wachen oben am Tempeleingang lassen mich nicht vorbei. Was kannst du mir sagen beibringen? Ja, die Wache und so. Die Wache oben am Tempeleingang lässt mich nicht vorbei. Das zuerst. Tatsächlich? Hast dir die Sache hier wohl leichter vorgestellt, was? Der Don will nur die besten Leute in seinem Tempel sehen. Oder solche, die ihm wertvolle Geschenke bringen. Geschenke? Frag mal unseren Schmied Oscar danach. Er hat schon vielen hier geholfen, den Don zu beeindrucken. Oscar ist ein guter Goldschmied. Und der Don steht auf ausgefallene Dinge, die aus Gold gemacht sind. Okay. Jedenfalls, du wirst dich freuen, Broga ist erledigt. Broga ist erledigt. Ja. Hey, du bist besser, als ich gehofft hatte, mein Freund. Ich sehe in deinen Augen, dass dir diese Geschichte noch nicht reicht. Du wirst noch so einigen Leuten hier auf der Insel großen Ärger bereiten. So viel ist schon mal klar. Oh ja. Wie auch immer, danke für deine Hilfe. Hier, das wirst du sicher gebrauchen können. Tja, dann werde ich mich gleich an meine eigentliche Arbeit machen, was? Viel Glück und pass auf deinen Kopf auf, Kleiner. Wir sehen uns. Yeah, die Jäger sind wieder beschäftigt. Das ist super. Jetzt ist da nur noch die Frage, wer die linke Sau hier ist, ne? Außer Broga. Wegen des Lagers. Wegen deines Lagers. Ich denke, das war im Wesentlichen alles, was hier im Lager zu tun war. Nö, die Jäger sollten jetzt nicht mehr deine Sorge sein. Die Jäger sollten jetzt nicht mehr deine Sorge sein.
Ich habe schon gehört. Dann kann ich mich um andere Sachen kümmern. Nimm dieses Gold. Gib aber nicht alles auf einmal aus. Ich denke, das war's dann mal, ne? Ich denke, das war im Wesentlichen alles, was hier im Lager zu tun war. Wirklich? Na gut. Ich danke dir. Ohne deine Hilfe hätte ich das nicht geschafft. Ist nicht wahr. Ja. Hier, nimm dies als Anerkennung von mir. Ich will hoffen, dass es jetzt auch einige Zeit so bleibt. Jo, werden wir sehen, ne? Perfekt. Einen Moment, kurz am Ohr. Juckt gerade. So. Na freilich, Broga war natürlich der Kerl, der dem Don und so, ne? Zusammen mit seinem Kumpel. Gut, das heißt, wir sind hier fertig, sehe ich das richtig? Eine Audienz beim Don. Ja, das heißt, wir müssten uns das Schwert jetzt krallen, ne? Ich hätte es behalten sollen. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Wir gehen dann mal Schrott verkaufen, ne? Also, das Jagdmesser können wir ruhig hergeben. Auch die ganzen rostigen Dinger hier. Eine Sichel werden wir wahrscheinlich auch nicht brauchen. Den Knüppel aus dem Sack auch nicht. Das auch nicht. Die Axt will ich mir noch dabei behalten. Von dem haben wir genug Bogen. Da reicht, wenn wir einen behalten. Den Schild braucht man normalerweise nicht mehr. Halsketten, Ring, Axtkampf plus 1. Oh, ich habe keine Ringe angezogen. Ich glaube, den können wir auch hergeben. Und dann, wo ist denn das Goldschwert? Ach so, so geht's ja nicht. Ne? Das muss dann quasi über die Quest passieren. Warenkorb. Naja, dann tun wir halt handeln. Beenden. Und dann will ich, dass du mir das Goldschwert gibst. 200 Goldmünzen. Gib mir das Goldschwert. Ich frage mich wirklich, wem du das ganze Gold gestohlen hast. Ach, kann mir auch egal sein. Hier hast du das Schwert. Und vergiss nicht zu erwähnen, dass ich das Schwert gefertigt habe, wenn du es dem Don gibst, klar? Mhm. Mach mal. Tschüss. Ehrlicher Gaun und so. Jedenfalls, ich habe hier ein tolles Geschenk für deinen Mann. Ich habe hier das goldene Schwert, das dein Mann haben wollte. Hat Oscar es tatsächlich geschafft? Großartig. Ein wahres Meisterwerk. Mhm. Wenn wir diesen erstklassigen Goldschmied nicht in unserer Mitte hätten, dann... Jetzt halt mal die Luft an. Ich will zu deinem Mann. Ach so, ja. Richtig. Du kannst zu ihm. Er wird sich über das Schwert sehr freuen. Okay, und wenn nicht, ist mir das auch egal. Gut, sehr gut. Das heißt, wir dürfen jetzt rein. Ich werde das jetzt trotzdem speichern, damit ich nicht aus Versehen schon beitrete. Das kann mir durchaus passieren, weil das möchte ich ja noch nicht. Zuerst will ich die anderen beiden Lager erkunden. Keinen Schritt weiter! Rachel sagte, dass ich mit dem Don sprechen darf. Rachel sagt, dass ich mit dem Don sprechen kann. Tatsächlich? Das soll ich dir jetzt einfach so glauben, ja? Ich kann sie dir ja herholen. Bin gespannt, wie sie reagiert, wenn ihren Anweisungen nicht Folge geleistet wird. Ja, ja, schon gut, geh rein. Aber mach keinen Unsinn, klar? Nein. Würde mir nicht im Traum einfallen. Und Hallöchen, lieber Zuschauer. Ja. So. Kämpfer. Hui, wen haben wir denn da? Der Dame dürfte recht warm sein. Oder sie muss dringend aufs Klo, nachdem sie so wackelt. Nein, Spaß. So, ja, ja. Pinch. Jetzt habe ich Pincher gelesen statt Fincher. Wenn du keinen Ärger haben willst, dann solltest du lieber erstmal mit dem Don sprechen, Kleiner. Jawohl. Pincher, ja. Streng gesehen passt sie irgendwie. Hey, du! Was fällt dir ein, hier einfach reinzuspazieren? Wer zum Geier bist du? Wie kommst du dazu, mich bei meinen Geschäften zu stören? Jo, ich bin Schiffsbrüchiger. Ich komme, um dir meine Dienste anzubieten. Noch nicht so recht. Du bist der was? Du bist dieser mächtige Don, ja? Dann hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Boah, das ist ja voll frech. Na, das obere. Ist glaube ich, besser. Ich bin Schiffsbrüchiger. Ich komme, um dir meine Dienste anzubieten. Ach, so ist das. Ich habe schon genug Leute.
Warum glaubst du, sollte ich gerade ein besonderes Interesse an dir haben? Ich bin gut. Dann überzeuge mich. Und zwar schnell. Wenn du das allerdings nicht schaffst, werde ich dich persönlich den Würmern zum Fraß vorwerfen. Ja, aber Sam hat doch schon die ganzen Holzwürmer verarbeitet. Wo sollen denn da noch Würmer sein? Ich hab das Goldschwert, das du wolltest. Jemand hetzt das Lager gegen dich auf und bereichert sich an deinem Gold. Ich kann dir erstmal nicht mehr anbieten als meine Loyalität. Rachel vertraut mir, reicht das nicht. Wo fangen wir jetzt an? Ich würde mal sagen mit dem... Ja, mit dem zweiten. Jemand hetzt das Lager gegen dich auf und bereichert sich an deinem Gold. Ich habe herausgefunden, wer es ist. Haha, das ist ja ganz was Neues. Hör mal, Kleiner, jeder ist scharf auf mein Gold. Mir irgendeinen Namen zu nennen, wird dir bei dieser Sache nicht helfen, Freundchen. Okay, Rachel vertraut mir. Reicht das nicht? Rachel vertraut mir. Reicht dir das nicht? Nein, warum sollte es das? Du redest jetzt mit mir und nicht mit meiner Frau. So charmant. Na dann, Goldschwert. Ich habe das goldene Schwert, das du wolltest. Das ist Oskars Werk. Das sehe ich sofort. Die Arbeit eines geschickten Goldschmieds. Du musst einiges angestellt haben, um es dem alten Zausel abzunehmen. 200 Gold mit. Sehr beeindruckend. Hier, für diese Leistung hast du dir einen Teil meines Goldes verdient. Jetzt weiß ich auch, wer du bist. Du bist dieser Kerl, über den sie hier alle reden. Du hast da draußen bei meinen Männern einen ganz schönen Wirbel veranstaltet, Freundchen. Selbst meine rechte Hand, Fincher, ist auf dich aufmerksam geworden. Ach so? Und das will was heißen. Er meinte, du hättest Potenzial. Naja, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, aber ich werde dir trotzdem eine Chance geben. Sehr nett. Wegen deines Haufen... Ich brauche... Was? Wie ist die Lage? Wegen deines Goldhaufens, ich brauche eine bessere Rüstung, jo. Das wäre echt nicht schlecht. Aber wenn wir das fragen, dann könnte es schon passieren, dass wir bald Mitglied dieser Truppe hier sind. Und das will ich mir noch aufsparen. Also fragen wir mal ganz blöd. Wie ist denn die Lage? Wie ist die Lage? Dir ist sicher nicht entgangen, dass wir hier in dieser modrigen Tempelruine festsitzen. Der Inquisitor hält die Hafenstadt und die Vulkanfestung in festen Händen. Er krallt sich mit seinen Klauen daran wie der Wolf an seine Beute. Tag für Tag schickt er seine Leute aus, um die Ruinen auf dieser Insel zu erschließen und auszubeuten. Und fast täglich werden es mehr. Jeder, der nicht spurt, wird in seine verfluchte Vulkanfestung verschleppt und zwangsrekrutiert. Das ist natürlich eine blöde Geschichte, ne? Was sucht der Inquisitor in den Tempelruinen? Was sucht der Inquisitor in den Tempelruinen? Ich weiß nur, dass die Weißen alles, was sie dort finden, zu ihm in die Vulkanfestung bringen. Die Magier der Vulkanfestung unterstützen sie dabei. Sie scheinen mittlerweile fast jede Ruine auf dieser Insel zu kontrollieren und zu plündern. Diesen Tempel hier haben sie bisher gemieden. Die große Frage ist, wie lange noch? Ja, wahrscheinlich der letzte... Es wird eben der letzte Tempel sein, ne? Vorher die leichte Beute mal schauen, ne? Und dann, wenn die verbraucht ist, dann kommen sie euch holen, wahrscheinlich. Die Weißen haben euch noch nie angegriffen. Wie war das, bevor der Inquisitor hier war? Ja, mal das erste Umfragen. Die Weißen haben euch noch nie angegriffen? Noch scheuen sie den offenen Krieg mit mir und meinen Männern. Doch wenn sie in den anderen Ruinen nicht finden, was sie suchen, dann werden sie hierher kommen. Wie war das, bevor der Inquisitor hier war? Ich kontrollierte den Handel, die Freudenhäuser und die Warentransporte der Hafenstadt. Doch dann kam der große Knall und die ertragreichen Jahre waren gezählt. Es herrschte Chaos in den Straßen. Der Handel brach zusammen und die Bauern wurden von den Biestern aus den Tempelruinen bedroht. Doch das Ganze hatte auch etwas Gutes. Wir erkannten schnell, dass in den Ruinen eine Menge Gold zu finden war. Also verließ ich mit meinen Leuten die schützenden Mauern der Stadt, um das Gold zu bergen.
Dummerweise übernahm der Inquisitor genau in diesem Moment der Unachtsamkeit die Macht über die Insel und meine Stadt. Ich hatte nichts mehr zu verlieren, also tat ich das einzig Vernünftige. Ich wich zurück, hierher, in diesen Sumpf. Was ist dein Plan? Ich will meine Hafenstadt zurück, bevor der Inquisitor mit seiner weißen Armee hier angerollt kommt. Dazu habe ich vor geraumer Zeit einen meiner besten Männer in die Stadt geschickt. Er soll von dort mit ein paar Leuten meine Rückkehr vorbereiten. Doch seit einigen Tagen höre ich keinen verdammten Mucks mehr von ihm. Das ist inakzeptabel. Ich habe genug gehört. Wie kann ich dir helfen? Ich bräuchte jemanden, der sich in der Hafenstadt unter meine Leute mischt und herausfindet, was zur Hölle da schiefläuft. Du bist noch nicht lange hier. Du hast ein unverbrauchtes Gesicht und Feuer im Bauch. Ich habe keine Ahnung, ob meine Jungs noch leben oder, noch schlimmer, allesamt könnten übergelaufen sein. Du könntest für mich in die Hafenstadt gehen und herausfinden, was zur Hölle da los ist. Okay. Wie heißt dein Mann in der... Dein Mann, ja. Das liest sich gerade ein bisschen komisch. Wie heißt dein Mann in der Hafenstadt? Wie heißt dein Mann in der Hafenstadt? Wenn du wirklich so gut bist, wie du behauptest, wird es für dich ein leichtes sein, ihn zu finden. Denn wenn du es nicht schaffst oder gefangen genommen wirst, hat sich die Sache sowieso erledigt. Großartig. Ich werde meinen eigenen Mann nicht in Gefahr bringen, nur weil ich dir seinen Namen genannt habe. Schon klar. Wie kommt man in die Hafenstadt, ohne von den Weißen rekrutiert zu werden? Wie kommt man in die Hafenstadt, ohne von den Weißen rekrutiert zu werden? Am hinteren Stadttor steht meist eine Wache der alten Stadtgarde. Gib ihm ein paar Münzen und er wird dich reinlassen. Verstehe. Jo, in Ordnung. Ich werde für dich zur Hafenstadt marschieren. Puh, hoffentlich ist das nicht schon eine Mitgliedskarte. Schau mal. In Ordnung. Ich werde für dich zur Hafenstadt gehen. Gut, dann geh und finde heraus, ob meine Leute noch loyal sind. Also erzählst du besser niemandem, dass ich dich geschickt habe. Ach ja, eine Sache noch. Ja? Der Inquisitor. Sammle alle Informationen, die du über ihn kriegen kannst. Hier in diesem Loch bin ich taub und blind. Ich habe keine Ahnung, wie die Lage da draußen wirklich ist. Ich muss wissen, was dieser Fanatiker vorhat. Und lass dir nicht zu viel Zeit, sonst komme ich dich holen. Klar? Freundlich. Jawohl, Chef. Wegen deines Goldhaufens. Wegen deines Goldhaufens. Mach dir mal weniger Sorgen um das Gold. Kümmere dich lieber um deine Aufgaben. Du bist derjenige, der sich Sorgen machen sollte. Ich hab schon verstanden. Nö. Du bist derjenige, der sich Sorgen machen sollte. Broga betrügt dich und wirtschaftet in seiner eigenen Tasche. Außer den Kämpfern zahlt jeder da draußen monatliches Schutzgeld an ihn. Wie bitte? Was hast du da gerade gesagt? Deine eigenen Leute zahlen Schutzgeld an den Anführer deiner Kämpfer, an Broga. Verstanden? Oder soll ich es dir aufschreiben? Oh, ich werde mit den Leuten sprechen. Wenn es stimmt, was du sagst, wird Broga heute noch am Galgen baumeln. Gleich so hart? Oh, gleich so hart? Umbringen wollte ich denn nicht, eigentlich, also, wer bist du? Karakos. Hey! Vorsicht, Mensch! Fass Gold nicht an, Mensch! Das ist ein ganz schöner großer Haufen, den ihr da habt. Das ist ein ganz schön großer Haufen, den ihr hier habt. Ist aus Ruinen. Banditen sammeln viel Gold. Karakos bewacht Goldhaufen. Wie kommt ein Oger zu den Banditen? Wie kommt ein Oger zu den Banditen? Hat der Don dich etwa angeworben? Don Esteban, starker Kämpfer. Rettet Karakos. Karakos schuldet Leben. Jetzt dient Karakos Don Esteban. Für Ehre von Karakos. Alles klar. Und den Don vertraut... Und der Don vertraut dir sein Gold an? Ja, was soll er damit machen? Und der Don vertraut dir sein Gold an? Don Esteban sagt, da ist keiner besser als Karakos. Karakos will glänzendes Gold nicht. Nur gierige Menschen. Aufgabe ist wichtig. Ehre ist wichtig. Nicht Gold.
Ja, war klar, ne? Don Esteban hätte wohl keine bessere Wache finden können. Don Esteban hätte wohl keine bessere Wache finden können. Caracos stärker als Menschen. Caracos kämpft gut. Ganz bestimmt. Caracos zeigt Menschenstärke und Kampf. Heißt das, du trainierst die Banditen? Caracos macht dich stark. Caracos kennt Axtkampf. Oh, na dann bitte unterrichte mich. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Stärke plus 5, Axt 2 und so weiter, okay. Also Stärke trainieren kann man da echt schon bald bei jedem, ne? Voll super irgendwie. Ein Jurke. Hallo? Jetzt ist er mal aufgestanden. Suchst du wen? Kämpfer. Da hast du ja noch mal Glück gehabt, was? Warum? Na, du lebst noch. Für einen Moment dachte ich, Esteban reißt dir den Kopf ab. Macht er das mit allen Neulingen? Nein, aber gewöhnlich wagt es niemand, ihn derart herauszufordern, wie du es getan hast. Ich gebe dir einen guten Rat, Kleiner. Unterschätze ihn nicht. Er durchschaut es schnell, wenn jemand versucht, ihn auf den Arm zu nehmen. Womit dienst du dem Don? Womit dienst du dem Don? Ich bin seine rechte Hand und Leibwächter. Ich kümmere mich um die Erschließung neuer Ausgrabungsstätten und halte ein Auge auf die Weißen in der Umgebung. In letzter Zeit sind sie uns schon einige Male gefährlich nahe gekommen. Deswegen trainiere ich die Jungs. Also, wenn du einen guten Lehrer brauchst. Okay. Rechnest du mit einem Angriff des Inquisitors? Rechnest du mit einem Angriff des Inquisitors? Schwer zu sagen. Ich fürchte, er hat jetzt schon eine große Menge an starken Kriegern, die er in seiner Vulkanfestung verbirgt. Und sie wird noch weiter anwachsen. Wir können es uns nicht leisten, abzuwarten, bis er uns überrollt. Was heißt das? Die Weißen sind schon sehr nahe gekommen. Unweit des Sumpfes im Südosten hat sich kürzlich eine kleine Gruppe von ihnen niedergelassen. Sie plündern schon seit Tagen die kleine Tempelruine, die aus dem Boden geschossen kam. Wenn wir diesen Vorposten einnehmen könnten, wären wir sicher schon einen großen Schritt weiter. Wer genau soll den Vorposten der Weißen einnehmen? Broga und seine Krieger sollen sich darum kümmern. Ach, tatsächlich? Ich denke nicht, dass sich Broga auch nur ein Stück bewegen wird. Der hat ganz andere Probleme. Den kannst du vergessen. Warum das? Er hat den Don verraten. Und wer soll jetzt deiner Meinung nach die Krieger anführen? Ich? Das wirst du wohl selbst machen müssen. Ich werde es tun. Ja, wieso nicht? Ich werde das tun. Du? Wie willst du das denn anstellen? Das lass mal meine Sorge sein. Große Worte. Na schön, wir werden sehen, ob du es schaffst, die Weißen zu besiegen. Viel Erfolg! Geh zu den Kämpfern und sage ihnen, ich hätte dich geschickt. Sie werden dich unterstützen. Großartig. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Du siehst ziemlich angespannt aus. Gibt's Ärger? Das ist zu riskant. Na klar. Also kannst du mich im Kampf unterrichten? Jo, Armbrust, Schwertkampf, Stärke und so weiter. Passt schon. Passt mal fürs Erste. Diese Quest, die lasse ich mal kurz über. Die werde ich nicht gleich starten. Cormac, hallo. Was führt dich zu mir? Brauchst du Heilung? Warum eigentlich nicht? Heilung hört sich gut an. Ich kann dir Heiltränke geben, die deine Schmerzen und Wunden lindern werden. Bitte. Ich habe ein reichhaltiges Wissen über Alchemie und stelle die Tränke überwiegend selbst her. Fesch, kannst du mir die Kunst der Alchemie beibringen? Du bist Magier und dienst dem Don? Wow, das ist auch mal interessant, ne? Du bist Magier und dienst dem Don? Jemand musste sich um die Bedürfnisse der Leute hier kümmern. So habe ich mich freiwillig gemeldet. Ich sehe meine Aufgabe hier als eine Herausforderung und große Ehre. Die Jungs hier sind äußerst rau und kämpferisch. Jedoch haben wir eine Abmachung getroffen. Ich bringe ihnen Heilung und sie lassen mich hier in Ruhe meine Forschungen machen. Forschungen? Oh ja, es gibt hier einiges zu entdecken. Zum Beispiel diese magische Barriere im unteren Gewölbe dieser Ruine. Ach so? Kunstalchemie, was kannst du mir über die Vulkanfestung erzählen? Es war lange Zeit ein Ort der Besinnung,
des Studiums und der Meditation. Doch heute ist es vornehmlich eine raue Ausbildungsstätte für den Inquisitor. Bedauerlicherweise ist die Ruhe der Besinnung den wilden Lauten von Kampfstabübungen der Ordenskrieger gewichen. Allerdings gibt es dort einen Meister, der auch für dich sehr nützliches Wissen bereithält. Oh. Tatsächlich? Und wer ist das? Meister Illumar. Er lehrt die Anfertigung von Spruchrollen. Und die Macht der Spruchrollen solltest du nicht unterschätzen. Ich kann ja mal mit ihm sprechen, wenn ich ihn zu Gesicht bekomme. Tu das. Du wirst es nicht bereuen. Cool. Kannst du wissen, von welcher magischen Barriere sprichst du verdammt nochmal? Von welcher magischen Barriere sprichst du da? Die Erbauer haben ihre Räume nicht nur mit Türen aus Stein und Eisen verschlossen. Sie hatten Mittel und Wege, ihre Geheimnisse auch mit Magie zu schützen. Solltest du einmal tiefer in diesen Tempel vordringen, dann wirst du schon sehen, was ich meine. Diese Barriere ist sicher nicht die einzige, die auf dieser Insel zu finden ist. Okay. Was müsste ich tun, wenn ich Novize der Magie werden wollte? Dann würde dich dein Weg zur Hafenstadt führen, mein Sohn. Okay. Dann zeig mir mal deine Ware. Ah, er hat auch ein paar. Ah, er hat Rezepturen für Alchemie und so, ne? Kleiner Heiltrank. Mhm. Das wäre echt nicht schlecht, wenn man da, sag ich jetzt mal, so 8 Stück. Wow, teuer. Habe ich irgendeinen Ramsch? Felle. Hm, der wäre 20 wert, das Wolfsfell. Wow. Die Krallen sind sogar noch mehr wert. Die Zähnchen. Wow. Sind immerhin auch 8. Vielleicht können wir das... Ja, das ist alles... Alles Zeugs, was wir getrost hergeben können, glaube ich. Oder sollte ich die Alchemie lernen und mir die selber brauen? Dann brauche ich das Graffelterwall nicht verkaufen. Und kann es mir noch für was aufsparen. Machen wir so. Kannst du mir die Kunst der Alchemie beibringen? Das kommt darauf an, ob du bereit bist zu verstehen und das Wissen anzuwenden. Alchemie ist eine Kunst, die schon nach kurzer Lehrzeit zu einem Erfolgserlebnis führt. Jedoch birgt es auch gewisse Gefahren. Ich werde dich gerne lehren, jedoch nur bis zu dem Punkt, den ich für ungefährlich für dich erachte. Schon klar, du bist ein Anfänger. Was kann beim Zusammenmischen von Tränken schon Schlimmes passieren? Nun, die Gefahren liegen im Studium mit fremden Ingredienzien. Selbst ich habe großen Respekt vor den unbekannten Stoffen, die uns die Erbauer dieses Tempels hinterlassen haben. Mein letztes Experiment hat mich fast das Leben gekostet. Sei also gewarnt. Na, großartig. Erzähl mir mehr über dein Studieren. Die Erbauer haben viele gefährliche Geheimnisse. Sie waren ein sehr hochentwickeltes Volk. Nehmen wir mal dieses Gestein hier. Die Erbauer nannten es Obsidian. Es ist außerordentlich widerstandsfähig. Offensichtlich hat es ihnen als Rohstoff für ihre Waffen und Rüstungen gedient. Eine Waffe aus diesem Material fügt einem Gegner im Kampf immens hohen Schaden zu. Interessant. Nehme ich bitte. Aber zuerst bring mir was über die Alchemie bei. Was kannst du mir über die Alchemie beibringen? +1, ja, das haben wir noch. Wie brauche ich Tränke? Ich werde dir erst einmal erklären,
wie du Tränke mit kleiner Wirkung herstellen kannst. Dazu musst du die Zutaten in Flüssigkeit erhitzen. Das ist alles? Ja. Im Grunde genommen steigerst du nur die Wirkung der einzelnen Zutaten. Woher weiß ich, welche Zutaten ich benötige? Aus dem Rezept. Rezepte für einen normalen Heiltrank wird dir jeder Alchemist verkaufen. Seltene und wertvolle Rezepte sind schon etwas anderes. Sie werden gut gehütet. Alles klar. Dann gehen wir noch schnell shoppen, ne? Zeig mir deine Ware. Irgendwas mit kleiner Heiltrank wäre super. Da hätten wir einen normalen, da hätten wir einen kleinen. Heilkraut und Wein wird dafür benötigt. Wein nämlich. Was hat er da? Wein. Zahlt sich das aus? 100? Sind wir auch schon bei über 200, ne? Wenn ich den Wein jetzt mitkaufe. Ist schon bald das hier günstiger. Ist der schon bald günstiger, ehrlich gesagt, wenn man es so kauft, fertiger. Ist ja voll gemein. Naja, was soll's, dann verkaufen wir das mal. Was man hat, hat man. So, und die Stachel, die Zähnchen, das Fell. Ah, warte, Wolfsfell, glaube ich, wird benötigt noch. Das lasse ich noch. Den Bernstein auch. Den können wir nicht fürs Schmieden verwenden. Die Heugabel braucht normal auch keine Sau. Genauso wenig wie der Besen. Oder die Säge. Die Hornmuschel, glaube ich, ist auch für nichts. Pfanne braucht man nur eine. Schaufel bräuchte man auch nur eine. Genauso wie die Spitzhacke. Und dann sind wir schon fertig. Ich tue mal so auf Handeln. Jo. Passt, glaube ich. Tschüss. Vierte. Jetzt ist die Frage. Wo soll das alles hinführen? Jetzt muss ich das wahrscheinlich erst lernen, ne? Er behauptet das wirklich. Ja. Das habe ich auch gehört. Ach so ist das. Das reicht schon so. Ist nur so zum Nachschauen. Das ist echt gemein. Das hätte ich mir jetzt einfach nur aufschreiben brauchen. Hätte es auch gepasst. Oder wie? Rezeptur. Das ist aber Diebstahl jetzt, oder? Ist wurscht, was liegt. Das biegt. Boah, das darf ich haben. Jetzt war das sicher, dass wir einen kleinen Heiltrank. Na, auf Magie, schau mal. Okay. Ach ja, das war jetzt dann eigentlich für A und F. So, da können wir 4 machen, das ist gut. Luggel, luggel, luggel. Gute Arbeit. Passt. Sauber, dann gehen wir weiter. Es wäre dann eigentlich schon wieder bald Zeit für ein Päuschen, ne? Wie ich gerade sehe. Oder sogar für den Schluss für heute. Bin ich gerade am Überlegen, ob wir schon Schluss machen sollen. Wobei jetzt wird es eigentlich erst recht losgehen, ne? Wortwörtlich losgehen, denn wir können jetzt das Lager hier eigentlich ruhigen Gewissens verlassen. Vorposten, die weißen Dingens, genau. Kormak, Vulkanfestung, Illumar. Und Lagebericht für den Dom. Da müssen wir in die Stadt. Okay, dann würde ich sagen, wir marschieren jetzt einfach wieder weiter. Ich gehe noch mal, einmal gehe ich noch pennen, halt für mein Haus. Wofür habe ich es denn? So, gutes Nächtle. Schön in der Früh machen. Jawohl. Ja, sehr gut. Passt. Und wir verlassen das Banditenlager. Wir haben eigentlich alles hinbekommen.
la 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 la. Und machen uns auf den Weg in die Stadt. Also, Doug. Das ist zu riskant. Ja. Okay. Tschüss. Ich wollte es nochmal probieren. Feine Geschichte. Dann können wir gleich da oben, müssten noch ein paar Wölfchen sein, soweit ich mich jetzt noch richtig erinnere. Die habe ich, glaube ich, noch am Leben gelassen. Wir könnten auch probieren, ob wir schon gegen Schweindeln ankämpfen können. Na, da waren sie noch nicht. Da drüben glaube ich auch noch nicht, oder? Doch, doch. Ein Hungriger. Batsch. Das war's mit dir, Viecher. Gut. Das nehmen wir alles mit. Dann müsste hier, glaube ich... Oder vielleicht doch nicht. Ist hier vielleicht dann doch kein Wölfchen mehr. Ach so, da kommen wir hier ran. Wow, doch, da ist er. Ui, ja. Das war knapp. Boah. Der hat gesessen. Super. 50 Pünktchen für uns. Großartig. Dann, da drüben sind ja auch noch welche. Die probieren wir jetzt auch gleich mit wegklatschen. Und dann können wir auch probieren, ob wir schon gegen so ein Wildschwein bestehen können. Komm her, Wölfchen. Au, 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 au. Ach ja. Halt. Au. Saufiech. Na komm. Wow. Ja, ja. Ist schon gut. Ist schon gut. Ah, ah, ah. Flinkes kleines Biest. Ja, ja. Ja. Naja, ist klar, ne? So schnell drehen. Au. Puh. Jetzt muss dann gleich mal irgendwer sterben von euch. Weil sonst überlebe ich das nicht mehr lang. Puh. Der zweite Köter, hallo? War jetzt beide schon gelootet? Kann ja nicht sein, oder? Da ist er. Puh, das lief gut. Das ist mir auch glatt ein Speichern wert. So. Ah. Dann werde ich mein Glück, nachdem ich was gefuttert habe, da hinten mit dem Schweindel probieren. Da dürfte nur eines sein. Oh Mist, das sind zwei. Drei. Oi, oi, oi. Das ist nicht so gescheit. Mm-mm. Da ist besser, wenn wir zuerst die Sau da unten erlegen. Erlegen und erledigen. Warte, habe ich da alle Pflänzchen mitgenommen? Nein, da ist noch was. Jetzt müsste es passen. Da vorne ist noch ein Fass. Das nutzen wir auch noch gleich. Ein Bröstelchen. Für einen kräftigen Schluck. So, und dann probieren wir die Sau da drüben noch zu erledigen. Mit einmal speichern, trotz allem. Mit, für den Fall, dass ich wieder versage, dass wir dann nicht so weit zu hatschen haben. So, du Sau. Bam. Au.
Er läuft auf jeden Fall besser. Oh, du Schwede. Alter, du Ferkel. So, weg, aus mit dir. Was hat denn der schönes? Rohes Fleisch und Wildschweinfell. Sachen gibt's. La la, wunderbar. Haben wir geschafft, hurra. Sehr gut. Wir haben uns davor noch schnell gesund trinken. Und dann denke ich mal, jo, werden wir für heute vielleicht sogar Schluss machen wieder. Der zweite Teil ist jetzt halt ein bisschen kürzer, weil ich doch technisch ein paar Schwierigkeiten hatte mit dem Headset, weil das war der Meinung, es muss rauschen. Ja, das Kackding. So. Na, hast du Kopfweh, Neil? Zeig mir den Weg zur Hafenstadt, bitte. Zeig mir den Weg zur Hafenstadt. Kein Problem, folge mir. Super. Super, 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 super. Das machen wir noch schnell. Halt, nein, das ist nur eine Kamille, die man nicht, also für nichts verwenden kann, außer für einen köstlichen Tee zum Beispiel. Aber nicht hier in dieser Welt. Nicht hier und nicht jetzt. Hm? Siehst du den Bauernhof unten im Tal? Ja. Klar, ist ja nicht zu übersehen. Dort unten arbeiten einige Novizen. Du erkennst sie an ihrer braunen Kleidung. Novizen sind Lehrlinge der Magier aus der Vulkanfestung. Sprich mit ihnen. Sie werden dir helfen, zur Hafenstadt zu kommen. Aber hüte dich vor den Weißen. Sie arbeiten mit den Magiern zusammen. Die verstehen keinen Spaß. Wenn sie dich erwischen, hauen sie dich um und werfen dich in die Vulkanfestung. Danke. Super. Ich denke, ich hab's kapiert. In Ordnung. Dann gehe ich mal wieder auf meinen Posten. Alles Viel klar. Glück. Du wirst es brauchen. Wir sehen auf uns. Auf jeden Fall. Für dich. Sehr gut. Dann nehmen wir noch hier die Kräuter mit. Und die Schwammerla. Viechmäßig dürfte hier gar nichts sein. Dabei. Passt. Hallo, Burschen. Benni, bist du verrückt, hier herumzuspazieren? Ja. Was meinst du, was die Inquisition mit dir macht, wenn sie dich hier erwischen? Liebhaben. Wer hat hier das Sagen? Wer hat hier das Sagen? Bruder Tristan. Du findest ihn meistens vor dem Bauernhaus. Er hat die Verantwortung für unseren Bauernhof hier übernommen. Ah ja. Was wirst du jetzt die Inquisition rufen? Also die Weißen? Wirst du jetzt die Inquisition rufen? Nein, ich werde dich ganz bestimmt nicht verraten. Aber ich weiß, dass die Ordenskrieger hier oft vorbeikommen, um nach dem Rechten zu sehen. Du solltest besser vorsichtig sein. Okay. Was machst du da? Was machst du da? Ich arbeite auf meinem Feld. Auf deinem Feld? Ich habe dieses Kornfeld hier zu bearbeiten. Das Feld auf der anderen Seite des Weges ist Tellos Aufgabe. Er ist natürlich wieder mal viel weiter als ich. Tello hat schon seine ganze Ernte ins Lagerhaus gebracht. Aber ich fürchte, ich werde es nicht rechtzeitig schaffen, bis die Ernte abgeholt wird. Okay, bräuchtest du vielleicht Hilfe? Brauchst du Hilfe? Naja, lass es mich mal so sagen. Wenn du mir helfen könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Wie dankbar genau? Ich bin nur ein Novize und habe nicht viel. Aber wenn du das Korn von meinem Feld erntest und zu mir bringst, würde ich dir dafür einen Heiltrank geben. Was sagst du dazu? Ist abgemacht. Gerne. Abgemacht. Ich bringe dir das Korn von deinem Feld. Großartig. Dann schaffe ich es vielleicht doch noch bis zum nächsten Mond, meine Ausbildung als Magier anzutreten. Geh auf mein Feld und sammle alle Kornpflanzen ein, die reif genug sind. Wenn du 10 gesammelt hast, komm wieder und bring sie mir, ja? Alles klar. Dann helfen wir dir noch bei der Feldarbeit. Ein Korn, 2 Korn. Noch mehr Korn? 3, ja. Dann 4 Korn. Dann 5 Korn. Nix mit Korn. 6 Korn. Ein Huhn. 7 und 8. Und Huhn. Und noch ein Huhn. Dann, Korn. Ein Korn noch. Wer bietet mehr? Halt. Benni. Nein, Benni ist kein Korn. Korn, 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 Korn.
Korn? Hallo? Wo ist Korn? Hey, mir fehlt eins. Halt. Korn. Perfekt. Yeah, 50 Erfahrungspunkte. Super. Hallo. Hier sind deine 10 Kornpflanzen. Hier sind deine 10 Kornpflanzen. Danke, mein Freund. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, bevor ich richtigen Ärger bekommen hätte. Hier hast du den versprochenen Heiltrank. Danke. Von welchem Ordenskrieger sprichst du da? Alle paar Tage kommt einer der Krieger des Inquisitors bei uns vorbei und sieht nach dem Rechten auf unserem Hof. Okay. Dabei nimmt er uns unser Korn und unser Fleisch ab und bringt es in die Vulkanfestung. Wenn ich du wäre, würde ich mich verstecken, wenn er hier auftaucht. Verstehe. Alles klar. Danke, Benny. Na fein, ich würde sagen, heute war es wieder sehr erfolgreich. Wir haben die Banditen ja geschafft. Also das Lager ist momentan abgearbeitet. Sicher gibt es hier noch einen Auftrag, den werde ich aber ein bisschen später machen, weil die Ordenskrieger doch sehr stark sind. Und wir machen uns dann jetzt quasi nächste Woche dann auf runter hier zum Hafen, also zur Hafenstadt. Zuerst werden wir hier uns ein paar Freunde machen, hoffe ich mal. Und wenn wir viel Glück haben, werden wir auf keinen Inquisitor-Mitglied treffen, also auf keinen Weisen. Jo. Und somit würde ich sagen, vielen lieben Dank wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wünsche euch einen schönen Abend, eine schöne Woche, hoffentlich eine angenehme Woche. Und wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!